Moin moin, mein Name ist Trip. Ich bin wieder unterwegs und mache neuen Content. Grundsätzlich möchte ich wirklich, wie ihr das schon so oft von mir gehört habt, mich für den Support bedanken, weil es einfach krass ist. Ich kriege Rückmeldungen von Jungs, die mich anschreiben, die sich Sachen überlegen und ich bin wirklich dankbar um die Tipps. Und das sind, also solange dass sie natürlich auch sinnvoll sind. Und ich finde, bin absolut positiv überrascht. Ja, wie gut eigentlich die Community ist, die deutsche Community, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da absolut überzeugt und das motiviert mich wahnsinnig weiterzumachen und hier ständig Content zu erstellen. Grundsätzlich habt ihr abgestimmt und habt euch für Tipps und Tricks entschieden, wie macht man den meisten Damage durch First Spots. Ich habe das Video angefangen zu drehen, alles drum und dran, es läuft. Nur das Ding ist, von der Zeit her ist es deutlich aufwendiger, als ich dachte und ich will euch jetzt nicht einfach ein Video, was nicht qualitativ meinen wie sagt man, Ansprüchen entspricht, einfach hochstellen. Deswegen mache ich als Übergang bis morgen, beziehungsweise bis übermorgen, bis das Video komplett fertig ist, wieder meine Kartenkunde, was auch gewünscht ist, und zwar diesmal von Kanal. Grundsätzlich möchte ich Sascha, der 94 Audi, eine kleine Teilzeit-Hero Tilo nochmal danken, dass sie mich gesubbt hat. Wir haben jetzt 40 von 100, das heißt, wir haben zu 40% das Jahresziel erreicht und das freut mich wahnsinnig. Gut, gehen wir doch mal dorthin, wo wir die Karten jeweils besprechen. Jetzt haben wir drüben sein. Wunderbar. Ich mache das Ganze wieder mit Strat Sketch. Und ich muss leider erwähnen, dass die Maps zwar zu 99% genau stimmen, aber nicht ganz immer. Ich werde darauf eingehen. Wir machen das Ganze wieder wie folgt. Ich zeige euch die Hotspots, dann die Fahrtwege. Ich bin mir bewusst und auch von dem letzten Video, dass es mehr Fahrtwege gibt auf denen. Aber das ist so, wie ich das fahre. Und wie gesagt, ich fahre meine 10er zum Beispiel zwischen 60 und 80% und Average Damage zwischen 2, 6 und 3K. Also so viel verkehrt wird das nicht sein. Und ich denke, man kann durchaus davon profitieren. Wir fangen an. Auf Kanal, eine Map, die eigentlich wahnsinnig viele Möglichkeiten bieten und für jeden Panzer was hat. Und ich zeige euch die First Spot. Wie ihr das Ganze schon kennt, ich mache das Ganze mit Weiß. Weiß ist nicht schlecht, aber wir nehmen Blau. Blau ist eine schöne Farbe, aber wäre es mal Pink. So, das ist der eine Spot, das ist der andere. Die Grünen sind natürlich die Hotspots von der Seite, die Roten von der Seite und die blaue Zone hier. Das ist die neutrale Zone. Jetzt kann man sich sagen, da kann doch irgendwas nicht sein. Gibt es denn hier keine neutrale Zone oder hier? Grundsätzlich nicht, denn hier, das gehört absolut, also bis daran, das gehört zu diesem Team und bis daran, das gehört zu diesem Team und die werden durch die Brücke getrennt. Also gibt es somit keine neutrale Zone dazwischen, weil, wobei das wäre die neutrale Zone, aber denen empfehle ich das einfach grundsätzlich mal nicht. Auch hier nicht, denn da fahren die Hold Down bis dahin und die Hold Down bis dahin und auch nur die Linie wäre jetzt reingesehen neutral, währenddessen hier es vor allem um die Fläche geht, wo nicht von Anfang an klar ist, wem die wirklich gehört, weil die von beiden Seiten angefahren werden kann. Also, besonders aufpassen müsst, hier hast du 90% Leute, hier ebenfalls die TDs ist bekannt, hier in der Stadt sowieso bei Herrschaft. Fahren extrem viele Leute hin, auch hier, weil B und C liegen. Hier oben, auch das wird besetzt. Und zwar meist enden halt die Leute da und da. Auch hier die Anfahrtswege, aber die Panzer, die lang auf einem Fleck stehen, das sind die da hier. Und hier ist der andere TD-Busch, beziehungsweise der oft genutzt wird. Aber dazu komme ich dann noch im Verlauf jetzt von diesem Tutorial. Fahrwege, grundsätzliche Fahrwege. Hier, das ist wirklich extrem oberflächlich gesehen. Natürlich sind alle Tipps, die ich gebe, situativ zu betrachten, was so viel bedeutet wie: Geht nach dem Tipp lieber schlecht mitfahren mit dem Team als alleine, aber immer noch das Beste ist, das Team dorthin schicken, wo es auch hingehört. Jetzt kommen wir dahin. Hier, was ich mache: Medis gehören hierhin. Heavys mit einem sehr, sehr guten Turm gehören auch hierhin. Heavys, die meiner Meinung nach Autoloader sind und nicht so einen guten Turm haben, eher hierhin, die über Sidescreen funktionieren. Grundeinstellung. Von der anderen Seite ist es einfach so, grundsätzlich hierhin fahren mit Medis. Ich sehe da keine andere Option von Beginn an. TDs hier auf dem Hügel und Heavys kann man auch auf C-Rand fahren. Hier ist allerdings eine ziemlich offene Fläche. Habt ihr einen guten Platoon im Gegnerteam, werden die euch kontern und ich zeige auch, wie das Ganze funktioniert.
Von der Seite, von TDs, fahren viele hier drauf. Ich persönlich fahre viel lieber hier drauf. Warum das so ist, das zeige ich euch. Jetzt habe ich die obere Fläche gar nicht eingenommen. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass sich durch die letzten Jahre, die ich jetzt gespielt habe, kristallisiert hat, dass hier durchaus mehr Gegner sind im Normalfall. Und wir wollen natürlich auch da ranfahren und die Gegner halt bekämpfen und nicht abhauen, sodass unser Team verreckt. Jetzt kann man sagen, boah, wir können ja grundsätzlich am Spot stehen bleiben, hier am Spawn, und warten, was abgeht, ob unser Medi da spottet. Aber wenn der das spottet, bis wir da rangefahren sind, kann sein, dass wir eben halt schon komplett verloren haben. Deswegen fahrt von Beginn an los. Kommen wir erstmal zu den Mids und Lights von der Seite hier. Es gibt hier zwei Unterschiede. Es gibt Mids und Lights, die haben einen sehr guten Turm und keine Gun Depression. Auf der anderen Seite gibt es Mids und Lights, die haben eine wahnsinnig gute Gun Depression. Das heißt, gehen wir davon aus, zum Beispiel als Beispiel gute Gun Depression und nicht so einen guten Turm, Leo. Fahre ich da? Ich fahre da hoch so schnell wie es geht. Und guck erstmal, was kommt hier. Was ist hier denn da los? Wenn da nichts ist, fahre ich sofort dahin. Warum mache ich das Ganze? Von hier kann ich grundsätzlich hier alles spotten hier. Und da. Von dahin kann ich dann wirklich diese Fläche hier auch spotten. Und manchmal geht sogar einer hier auf oder fährt zu spät los. Oder ich kann auch alle, die da kommen, komplett spotten. Und ich habe wirklich, ne, gut über 50% der Map von einer Position, die ich spotten kann und beschießen. Und das ist wahnsinnig. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Medium, wo die Turmpanzerung grandios ist, aber keine Gun Depression, wie zum Beispiel ein Alpha, dann fahre ich dahin. Denn von da kann man gut arbeiten, da gehört halt ein bisschen das Aiming dazu, aber das müsst ihr euch aneignen. Kann ich da reinschießen. Ich spotte aber hier deutlich halt nur diesen Kanal hier. Und wie ihr wisst, das ist die neutrale Zone, die Zone, die ihr haben müsst, um euren Gewinn zu steigern. So. Wenn da nichts wird, fahre ich wieder hier an die Ecke. Ich fahre nicht da hoch, denn mit einem Medium ohne Panzerung müsst ihr extrem weit rausfahren. Und diese Position ist bekannt. Ihr verliert dadurch einfach zu viele Hitpoints im Normalfall. Deswegen fahre ich daran. Hier kann man ziemlich weit rausfahren, hold down. Und von hier lässt sich erstmal dieser Kanal hier rangucken. Und wenn ihr da genug nach vorne geht, dann könnt ihr sogar da teilweise reinschießen. Ansonsten alles andere. Ich denke, wenn ihr diese Weg schon gefahren seid, dann sollten nicht mehr allzu viel Gegner übrig sein. Man kann von den Positionen so hier bleiben. Gut, jetzt nur schnell mal von Beginn an, damit wir was sprechen, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Die First Spots auf der Map, damit ihr im weiteren Verlauf auch seht, hey, worum geht's hier genau? Ich zeige euch schnell mal was, wenn ihr die First Spots und die Hotspots anguckt, seht ihr da die Gemeinsamkeit. Meistens sind die First Spots halt so gesetzt, dass man auf die Hotspots schießen kann. Ganz einfache Sache. Von der Seite hier, das sind die First Spots, die ich anfahre. Das sind ziemlich genau jeweils 3 bzw. 4 Stück, die ich immer anfahre. Beispiel, wenn ich ein STB in Leo habe, fahre ich so schnell wie möglich daran, um zu spotten, was hier kommt. Mit einer Badget fahre ich daran, empfehle ich euch aber nicht, weil der geht nicht immer gut, aber ihr kriegt die Seite auf. Aber macht es nicht, weil wenn die anderen da sind und so weiter, ihr müsst irgendwie sneaky durch den Kanal weg, werden beschossen. Dazu gehört wahnsinniges Spielübersicht, die ich mir selber auch noch nicht zutraue. Von hier aus kann ich da teilweise reinballern, wenn was aufgeht. Hier, da. Wenn da nichts ist, fahre ich da rein. Von hier auf kriege ich sogar jeweils die TDs hier vorne drauf auf die Leute, die hier. Das sind die First Spots, die ich mache. Versuche 2 bis 3 Schüsse zu setzen. Von der anderen Seite mit einem Medi fahre ich immer dahin. Auch von hier kriege ich jeweils da den First Spot. Kann meistens die Leute, die hier rüberfahren oder da oben drauf stehen, jeweils einen Schuss setzen. Ansonsten, wenn ich im Heavy bin von der Seite, AMX-50B, bestes Beispiel, fahre ich hier neben den Rohren durch. Gibt es einen Busch. Von dort seid ihr ziemlich gut getarnt. Ihr könnt hier in C-Cap reinschießen oder ihr könnt auf alle die schießen, die hier hochgehen. Also dort ist meist ein kompletter Clip liegt da drin. Habe ich in Heavy, vor allem bei Herrschaft, eher in 100 kann ich hier an die Ecke sidescrapen gehen. Dann kann ich hier in B reinschießen, weil der ist eben nicht ganz perfekt eingezeichnet. Wenn ihr den nicht aufkriegt, schießt einfach hier in die Ecke mit HE, dann könnt ihr meist decappen. Ansonsten die hochfahren, kann ich ebenfalls beschießen und kriege die teilweise auf. So viel zu den First Spot, damit ihr die Spielübersicht habt. Weiter geht's zu der Seite und ich habe jetzt mit dem Heavy und wir fahren da los. Da gibt es für mich auch 2 Positionen. Wenn ich kann, fahre ich diese Seite hier.
Ich habe euch eine zweite Alternative mitgebracht. Auch hier, ich war da nicht hoch, ich war da unten nur an diesem Kanal. Entweder bleibe ich hier vorne, bis sich das vorne geklärt hat, denn von hier kann ich da reinschießen, die komplette Seite eigentlich, also hier rein und da bis nach hinten. Oder ich kann mich zurückdrehen, kann hier reinschießen. Wenn ich da ganz nach vorne komme, kann ich da also bis hier reinschießen. Wenn sich das geklärt habe, dann fahre ich weiter und probiere erstmal diesen Spot hier einzunehmen, denn der ermöglicht mir, dass ich hier viel, viel weiter reinschießen kann und die Leute zum Beispiel rauskriege, was von hier aus nicht möglich ist, denn hier diese Hügel, die verhindern das Ganze. Ansonsten hier einfach so rauszuholen, empfehle ich nicht, fahrt mir doch da zurück und geht mir hier an diese Ecke ran. Von hier habt ihr hier noch erweitertes Gebiet, was ihr reinschießen könnt. Habt ihr ein Heavy übrigens, der so gute Gunfashionist, kann man auch da hoch. Aber meist mache ich das nicht. Dann kann man von hier aus weiter ballern bis hier im gegnerischen Spawn. Wenn das Ganze nichts wird, ich empfehle euch hier nicht da über offene Fläche zu holen, denn das hier wird oft beschossen. Einfach zurückfahren hier durch den Kanal, könnt ihr schön Schwung holen. Fahre ich an diese Ecke und da kann ich mit sehr wenig Bewegung, entweder wenn ich auf der Seite vom Hügel bin, kann ich eben da reinschießen, hier, weil die Leute, die Rotation, wenn die Gegner darüber gefahren kommen, die von da. Oder ich war einfach auf diese Seite vom Hügel, kann hier auf B schießen, kann hier auf die Fläche schießen. Teilweise ist noch einer am Spawn, der hier wartet und so weiter. Das ist Option 1. Option 2, die es gibt, wenn das Team einfach darüber fährt, fahrt nicht alleine da, sondern ich mache hier einen First Spot mit einem Heavy. Gewisse Leute kriegt man auf. Meistens gehen die hier irgendwie auf, ist schwierig zu treffen und hier hinten sieht man nur noch Türme. Ich fahre nicht hinten rein, weil ich persönlich diese Fläche hier nicht mag, weil ich da oft beschossen werde. Also fahre ich deinen Kanal runter. Entweder ich gucke deinen Kanal, kann da anhalten dahinter. Ich gucke hier in den Kanal rein. Oder ich fahre hier hinten rein, weil von da kann ich nicht nur B spotten, sondern ich kann auch B immer decappen. Und das Ganze halt ziemlich zügig. Gut, dann gehen wir hier zu den Tiddies. Stimmt es? Ja. Ich muss nochmal durchklicken, Entschuldigung. Zu den TDs. Zu den TDs gibt es da eigentlich meiner Meinung nach eine Position, die ist richtig bekannt. Ich gehe davon aus, dass ihr die kennt. Und eine zweite Posi, beziehungsweise eine dritte Posi, wo wirklich für das Endgame wäre. Hier hochfahren. Na, ich zeige euch das danach im Video, wie man da hochkommt. Hier hinten bleiben. Und das ist das, was ich mache. Nach vorne fahren, nach hinten fahren, um meinen Schusswinkel und Blickwinkel zu ändern. Grundsätzlich erstmal würde ich sagen, kann man gut da nach vorne fahren. Wenn die Medis da ranfahren, kann man wirklich bis in die Ecke hier reinschießen. Ihr könnt hier, wenn die weit genug rausschießen, ihr habt einen ganzen Kanal hier im Überblick. Ihr könnt, wenn ihr wirklich ganz, ganz weit nach vorne schießen, könnt ihr auch hier drauf schießen. Ihr könnt hier über die offene Fläche schießen. Ihr könnt hier oben drauf schießen. Also habt ihr mehr als genug Optionen. Zurückfahren tue ich nur dann, wenn ich hier durchschießen will. Weil von hier, von vorne könnt ihr das nicht machen, weil halt dieser Hügel im Weg steht, dann könnt ihr hier nur so reinballern. Wenn ich weiß, hier sind Leute, dann fahre ich einfach zurück. Oder wenn die Medis hier besonders nach sind, fahre ich auch hier zurück. Sollte ich da ranfahren, unsere Leute fahren auch so weiter, da ist gar nichts, dann ziehe ich hier ran. Ich bleibe hier nicht stehen, außer ich habe hier einen Spotter. Weil ich, wenn ich aufgehe, kann ich mich ja hinten rumfallen lassen und die Leute kriegen mich über einen langen Kanal, den ich wegfahren muss, kriegen dich meist raus. Also fahre ich da an die Ecke ran. Wenn vorne was ist, weil ich brauche einen Spotter, dann kann ich hier reinschießen und nah reinschießen. Ich kann hier über die offene Fläche reinschießen und ich kann mich schnell um die Ecke zurückziehen. Was ich empfehle zu machen, wenn hier gar nichts ist und da müsst ihr eine gewisse Sicherheit mitbringen im Spiel. Ich fahre von hier, kann man übrigens da mit Anlauf hochfahren. Da geht man schlecht auf, wenn die Gegner da sich in diesem Bereich befinden. Dann könnt ihr von hier wirklich bis da reinschießen. Ihr könnt hier durch die ganzen Häuser da, wenn ihr nicht den Weg schien, auf B könnt ihr die cappen. Ihr könnt wirklich da im gegnerischen TD-Spot rein und so weiter. Das ist aber wirklich nur fürs Endgame und vielleicht als Zusatz für einige, die diese Position noch nicht kennen. Gehen wir ganz schnell auf die andere Seite rüber, die Medis. Hier gibt es für mich zwei Positionen. Ihr merkt, die Map ändert sich nicht besonders viel, ob ich Medis oder Heavy fahre. Ich will einfach so meine Fahrweise euch näher bringen. Diesen Weg fahre ich mit Medi. Wie gesagt, ich mache einen First Spot immer. Selbst wenn ich den First Spot nicht kriege, ich gehe trotzdem da hoch, um mitzuballern. Und dann wird erstmal geguckt, was ist. Meistens könnt ihr an der Pose schon mal stehen bleiben. Steht nicht einfach irgendwie oben drauf. Versucht hier von so anzufahren und mit der Gun so runter zu gucken. Da geht meist ein bisschen was auf.
Wenn ich dann hier einen wahnsinnig guten Turm habe, fahre ich auch hier wieder Ecke, weil ich keine Gun Depression brauche. Von hier kann ich wirklich bis zum Haus, ich kann da reinschießen, bin aber gut gedeckt. Kann auch hier oben drauf schießen auf die Gegenstände Deposi. Habe ich eine wahnsinnig gute Gun Depression, fahre ich hier vorne auf dem Hügel, bin halt näher ran, habe eine bessere Übersicht da, krieg zusätzlich hier noch Schüsse rein, krieg von da hier Schüsse rein, krieg sogar hier rüber Schüsse rein, durch den Kanal kriege ich besser Schüsse rein. Deswegen unterscheiden sich jeweils vom Typ, vom Medium, was ich fahre, hier noch grundsätzlich der Fahrweg. Sollte das Ganze nicht sein, ihr merkt, da fährt gar niemand rüber, die Gegner haben viele Medis, dann fahre ich mit dem Medi auch hier im Busch, spotte, schießt da rein, ihr habt die ganze Fläche hier offen, oder man kann vom Busch eben ebenfalls CD cappen. Ansonsten nicht lange dastehen, ihr wisst, Hotspot, wegfahren, runterfahren. Ich fahre dann meistens da unten rum und gehe hier ran, um da weiterhin zu spotten. Wenn da nichts ist, rotiere ich wieder zurück zum Spawn. Wenn wir das Ganze mit Heavys angucken, merkt ihr, da ändert sich gar nichts. Beziehungsweise von den allgemeinen Fahrwegen. Warum ist das Ganze so? Ich fahre mit dem Heavy, wenn ich grundsätzlich kann, außer es ist ein Autoloader, fahre ich immer da durch. Hier an die Ecke, ich fahre dann nicht hoch, denn das ist ein Mediplatz, ich fahre hier an die Ecke ran und dann entweder, wenn es geht, aggressiv da rein, weil hier ist halt die offene Fläche oder da rein und wer, das ist eigentlich somit, ich sag mal zu 80% sicher Spiel danach schon gelaufen, wenn hier meist Gegner sind. Von hier über Gun Depression arbeiten, von hier über Gun Depression arbeiten, beziehungsweise über Turm, ebenfalls über Turm, dann kann ich hier reinschießen und dann fahre ich, wenn das da nichts ist, fahre ich bis hier, dass ich vorne an der Ecke bin. Und da weiter gucken kann. Und von hier kann ich eigentlich auch wieder überall reingucken. Angenommen, ihr fahrt da rein. Wenn jemand von euch B capt, ihr könnt noch D mitnehmen. Ihr könnt C absafen. Das Spiel wäre grundsätzlich gewonnen, wenn sich nicht das ganze Team wastet. Aber das ganze Team kann sich ja nicht wegwasten, weil ich ja empfehle, fahrt doch bitte mit dem kompletten Team mit. Auch hier, ich fahre da wieder runter. Hol die, schreibt meistens noch jemand, der soll capen, dass die da ranfahren müssen. Und dann steht einer, wenn es normal ist, hier ein Cap drinne, ansonsten müssen die auch kommen, um CD cappen. Und ihr steht da, hold down. Meistens habt ihr DDs hier hinten drauf, deswegen kann euch nicht besonders viel passieren. Von der Position, wenn wir TDTs angucken, gibt es von mir genau zwei Positionen, was ich euch ans Herz lege. Diese Position hier habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil ich einfach viel zu oft aufgegangen bin. Dann musste ich hier rückwärts fallen lassen, wirst hier beschossen. Hier steht meist kein Support dahinter. Ich zeige euch das im Video, hier ist ein bisschen sneaky, das geht nicht mit deinen TDs, aber zum Beispiel mit der Grille geht das gut. Da müsst ihr so rückwärts fahren, Anlauf holen, hier oben drauf. Von hier könnt ihr nach vorne fahren. Und jetzt müsst ihr euch bitte mal diese Range angucken, was man da machen kann. Wir schießen hier rein. Wir schießen da rein. Wir können von hier wirklich komplett durch den Kanal durchballern. Hier die ersten Schüsse erstmal machen, wenn das stimmt. Wir können hier komplett oben drauf schießen mit einer kleinen Unterbrechung. Und wir können sogar hier, falls ich über die Brücke fahre, bis dahin reinschießen. Also, sagen wir es mal, von einer Position 40% der Maps unter Kontrolle. Das ist ein Wahnsinns-Pusi. Wenn das Team darüber fährt, steht da nicht alleine hin, denn ihr müsst euch fallen lassen und darüber fahren. Fahrt hier oben in diese Ecke. Nicht in den Busch rein, weil der wird oft geblindshottet, zumindest von mir. Und auch von hier. Das ist eine der höchsten Positionen im Spiel. Ihr könnt bis auf B reinschießen. Wenn da jemand oben drauf schießt, könnt ihr reinschießen. Ihr kriegt teilweise Schüsse hier und teilweise Schüsse sogar hier rein. Ihr kriegt hier die Stadtleute raus. Ihr kriegt die, die hier den Weg anfahren raus, die in den Kanal gehen. Und ihr kriegt die, die den sehr langen Weg anfahren müssen. Warum empfehle ich das? Wenn ihr euch mal die Wege anguckt, wie lange das man zu euch hinfahren muss, dann kriegst du in der Grille meist 2 bis 3 Schüsse ran und ihr wisst, wie die Leute aussehen, wenn die 2 bis 3 Schüsse jeweils gefressen haben. So, ansonsten gehen wir mal weiter und zwar, ach, da sieht man uns plötzlich in-game. Ich will jetzt ein bisschen die Position abfahren und es wären so schnell 20 Minuten und ich will eigentlich nicht 20 Minuten für euch machen. Ich mache das Ganze mit einer Badget, um euch zu zeigen, wie ich genau die Wege anfahre, um meine Tipps und Tricks zu geben. Ansonsten gehen wir einfach mal in Übungsraum. Zufallskarte, nee, wir wollen Kanal. Kanal, übrigens eins meiner Lieblingsmap. Herrschaft machen wir auch rein. Raum erstellen, los geht's. Ich zeige euch schnellstmöglich die Posis, damit ihr das Ganze in der Praxis seht. Aber ich wollte es gerne in Random-Gefechte machen und ich weiß, dass ihr euch wünscht, dass ich doch öfters
halt Gameplays zeige, aber das ist für mich extrem schwierig, weil ich kriege das nicht hin. Ich zeige euch erstmal diese Position von der TD, wo ich da ranfahre, ne? Was ihr machen müsst, ihr nehmt eine Grille, ihr steht ja meist schon irgendwo hier in der Region gespawnt, da rein, wir fahren hier so zurück und mit Anlauf holen, möglichst hier diese Kante da anziehen, schwuppdiwupps, sind wir oben, das geht mit einer Grille, hier, Busch, können wir hier oben drauf fahren, nächster Busch und die Posi reicht eigentlich schon. Guckt euch bitte diese Übersicht vom TD an. Ihr könnt, ihr seid schnell genug, falls ein First Spot da ist, von da bis da erstmal einen Schuss aufzumachen. Dann habt ihr die Spots, der da hochgeht, könnt ihr einen Schuss drauf geben. Ihr könnt, wenn die da hinten in die Ecke reinfahren, könnt ihr einen Schuss drauf geben. Ihr könnt die, die euch hier anfahren, einen Schuss geben und die, die da sind, könnt ihr auch einen Schuss geben. Guck mal, ich habe sogar einen kleinen Busch vor mir, da vorne noch einen größeren. Weiter geht's. Ihr habt einen kompletten Kanal im Übersicht. Ihr habt die gegnerischen TD-Posis hier im Übersicht, bis hier nach hinten. Ihr habt einen gegnerischen Cap im Übersicht, zwar nur die Hälfte. Ihr könnt da reinschießen. Dann die Leute, die hier hinten über die Brücke fahren, habt ihr im Übersicht. Ihr habt einen B-Cap und ihr habt sogar die, die von A kommen, habt ihr, könnt ihr da beschießen. Also ihr seht, das ist wirklich die fast komplette Map gedeckt. Denkt doch bitte ein bisschen zurück, angenommen. Jetzt müsst ihr euch wieder denken, dass die Badget eine Badget ist oder ein Medi. Wenn ich hier zum Beispiel eine STB fahre, dann mache ich so schnell, wie es geht, fahre ich erstmal hier ran. Und hier nützt die Büsche, meine Lieben. So, zack, im Busch rein. Hier geht meistens nicht allzu viel auf. Ihr kriegt nicht alles auf, aber manchmal ist das der Fall, wenn jemand eine schlechte Crew, einen schlechten Tarnwert hat. Ansonsten platziere ich mich hier wohl down. Das heißt, hier kann man meist einen reinschießen oder spottet die zumindest. Habe ich jetzt einen Panzer, der keine gute Gun Depression hat, dann fahre ich möglichst aggressiv hier durch. Ich nehme meist vorne rum, dann kann ich nämlich hier hinten gut hold down stehen. Gefährliche Posi, weil ich kann zwar da reinschießen, ich kann da hinten im Busch, hier stehen manchmal TDs hinten drauf und ich kann hier in den TD-Busch reinschießen und auch hinten. Das Problem ist, all die Posis können ja auch auf mich schießen. Angenommen, ich habe gute Gun Depression, dann fahre ich halt hier vorne rein. Hier, und da kann man gut arbeiten. Zack. Hier kriegt ihr halt deutlich noch tiefere Schüsse in diesen Kanal hier rein, weil hier steht sonst das Haus im Weg, wenn ihr da hinten seid. Ich kann besser da drauf schießen, da drauf schießen und ich kann sogar teilweise CD cappen. Wenn ihr schnell genug seid, sind die noch am Cappen. Ihr habt Büsche da. Ihr kann hier zwischendurch reinschießen. Ich kann die ganze Brücke habe ich im Übersicht. Diese Büsche hier, das habe ich im Übergriff und guckt euch das an. Ich habe sogar die ganze Seite hier im Überblick, also wenn die kommen. Deswegen empfehle ich die Karte, möglichst stationär zu spielen. Ansonsten, angenommen, denkt euch jetzt alles wieder weg. Ich bin als normaler Medium mit oder als Badget losgefahren. Dann fahre ich halt ganz normal los. Fahre jetzt hier da runter, da so runter, zack. Und stelle mich hier in Busch. Stehe die Karre schon so. Und dann kriegt man nämlich die hier auf. Und wenn ihr nicht schießt, geht ihr selber nicht auf. Also, aber ich schieße dann trotzdem, weil ein, zwei Schüsse kannst du hier machen, bis die sich gedreht haben. Und dann abhauen. Und zwar entweder ihr bleibt hier hinten stehen, das ist aber gefährlich, weil ihr lasst dem Gegner Zeit. Oder ihr geht durch den Kanal hier einfach komplett weg. So. Das ist die eine Seite. Von der anderen Seite macht das Ganze komplett ähnlich. Einfach, dass diese beiden Hügel halt umgedacht werden. Das hier sind die TD-Posis, das ist die vordere, das hier ist die hintere. Ich zeige euch noch von der Seite die jeweiligen First Spots für Heavies, um zu decappen. Ich fahre, also denkt euch jetzt, ich komme von da so ran, dann fahre ich hier an diese Ecke und dann geht mit einer Badget meist entweder der Kollege getauft, der hier capped, aber ich finde, um Decap zu machen, darf man 1-1 Trade eingehen oder die hier gehen auf, das heißt von da bis da und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr jeweils hier noch einen Schuss, weil da guckt noch der Turm raus, rein. Von da, angenommen, wir kommen jetzt wieder von der Seite und ich sitze in der Badget oder meist im AMX 50B, dann gehe ich hier in diesen Busch, das ist eigentlich meine allerlieblingspose auf der ganzen Map. Ich fahre da von Anfang an extrem schnell ran, ihr seht riesen Busch. Warte hier, bin geladen, bis ich da ankomme. Dann kann ich entweder hier reinschießen, also ich habe viel von der Cap im Überblick. Und
ich habe den Spot. Von da, hier habe ich den Spot, da habe ich den Spot fast bis zur roten Linie. Das heißt, guckt euch an, wie lang das dieser Fahrtweg ist, dass ich die beschießen kann, so dass ihr locker einen kompletten Clip rauskriegt. So, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mal wieder was beibringen. 25 Minuten sind geworden. Ihr glaubt es teilweise nicht, wie beim Aufnehmen die Zeit verloren geht. Ansonsten, ich danke für den Support und ich bin gerade tatsächlich an einem wahnsinnig aufwendigen Video und sonst wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen um 17 Uhr. Dankeschön.